Showabend ist dies Jahr, worauf sich natürlich so viele gefreut haben, haben wir Lorenzo wieder kommen lassen. Und das war natürlich tatsächlich vor 2 Jahren das Highlight. Und deswegen wollten wir diese Wiederauflage dann in diesem Jahr nochmal durchführen. Und ich denke auch, also hoffen wir mal alle auf schönes Wetter und dann werden wir auch einen sicherlich fantastischen, schönen Showabend hier erleben. Und Lorenzo ist natürlich immer wieder für Gänsehaut auch gut. Also glaube ich, dass das wirklich für alle nochmal wirklich die Gelegenheit ist, hier im Sauerland eben zu sehen. Ja, was haben wir noch? Dann haben wir unseren Aktionszirkel, der auch immer besser, immer toller, mit immer mehr Programm gefüllt wird. Und da würde ich gerne der Lisa einmal das Wort geben. Dieser Aktionszirkel ist so ihr eigenes Baby geworden und sie kümmert sich darum, genauso wie Instagram und all diese Themen, die wir ja nun auch alle als Veranstalter bedienen müssen. Am Samstag geht es weiter, da kommt Annika Hansen, macht eine Selfie-Stunde im Aktionszirkel. Lisa Wöckner wird auch einen kleinen Auftritt im Aktionszirkel haben. Relativ neu auch Jens Hilbert, kommt in diesem Jahr nicht mit Pferd, aber dafür im Aktionszirkel, wird eben so ein bisschen ja, sein Erfolgsgeheimnis teilen. Ja, ein Live-Foto-Workshop haben wir im Aktionszirkel, also wir sind da wirklich breit gefächert. In dem Zusammenhang machen wir halt mit der Welthungerhilfe zusammen wieder einige Aktionen und unter anderem in diesem Jahr neu und das finde ich eigentlich auch sehr schön, dass sie es macht. Sie hat jetzt noch so gefragt, warum mache ich das eigentlich? Es ist Cornelia Poletto, mit der ich mal vor ein paar Monaten gesprochen hatte. Die kennen Sie sicherlich alle als Köchin. Und ihre Tochter reitet auch und deswegen hat sie den Bezug zur Reiterei. Sie wird aber in diesem Jahr noch nicht hier an den Start gehen, aber vielleicht dann in den nächsten Jahren. Aber Cornelia Poletto wird vorne da an dem Dreieck am Beginn des Stadions, wo sonst Spätzmann war, wird sie stehen bzw. sich aufbauen und wird 3 Tage dort kochen, bzw. sie ist selber ist Samstag und Sonntag da, aber ihre Mitarbeiter schon die Tage davor. Und das Ganze, der gesamte Erlös dieser Geschichte, was sie da kocht, geht also direkt in ein Projekt von der Welthungerhilfe. Und deswegen finde ich das ganz toll, dass sie tatsächlich uns mit ihrer Aktion und ihrer Initiative auch hier unterstützt und damit tatsächlich den Gedanken, den wir hier haben, auch mitträgt und in der Form wirklich super engagiert ist.